So, willkommen zurück. Es war eine Weile, seit ich ihn aufgebaut habe, aber ich habe das technisch nicht hinbekommen, das alles parallel zu machen. Ich bin nicht so der Typ, der Videos schneiden kann und so weiter. Jedenfalls habe ich den Computer jetzt praktisch neu aufgesetzt, die Festplatte installiert, die dabei war. Dass die wunderbar funktioniert, da ist jetzt nichts wirklich drauf. Eigentlich halt nur die Spiele, die man hier sieht. Ich hatte auch keine große Gelegenheit und viele Möglichkeiten, die ganzen Spiele runterzuladen. Aber ich glaube, als Beispiel kann man ganz gut mit denen die hier sind, gehen. Also würde ich mal sagen, gehen wir einfach mal ins erste Spiel rein und gucken mal, was wie die Grafik so aussieht. Ich benutze einen Xbox-Controller gleich. Ich spiele halt am liebsten mit einem Controller. Das ist für mich am angenehmsten. Und was würde denn am besten passen als Beispielspiel, wenn ich Fallout 4? Die anderen habe ich, wie gesagt, leider nicht installiert. Ja. Wahrscheinlich sind die Spielstände auch gar nicht drauf oder nicht mehr da oder wie auch immer. Jedenfalls. Spielstand, wo ich einfach Dinge ausprobiert habe, ob sie funktionieren. Und ich kann mit Verlaub sagen, sie funktionieren ziemlich gut. Ich lief dann mit dem Raketenwerfer rum, habe Supermutanten in die Luft gesprengt. Das war witzig. Ist ein gutes Zeichen, wenn das Spiel das mitmacht. Die Ladezeiten sind. Ist halt Fallout 4. Ist ein großes Spiel. Was erwartet man? Ich werde gar nicht versuchen, das hier zu schneiden. Das werde ich eh wieder nicht hinkriegen. Eigentlich traurig. Aber das ist kein Problem. Ich spiele das Spiel auf Englisch, weil ich es am liebsten auf Englisch spiele. Ich finde die deutsche Synchro jetzt nicht so berauschend. Letztes Mal hatte ich TGM an. Ich wollte eigentlich was ausprobieren, deswegen habe ich. Verpiss dich! Ich meine, bitte verschwinde, was du sagst. Oh. Ja, ich bin ein bisschen überlastet. Erfolgreich meine Steuerung geändert. Wie unschön. Attention. Ist nicht da.
may now resume your normal activities. Egal. Das habe ich nicht bedacht. Naja, das ging doch diesmal. Also, kann man sich beschweren. Kein bisschen. Das sieht gut aus. Es läuft flüssig, alles gut. Was kann man denn noch zeigen? Was ist denn ikonisch? Was wäre ikonisch? The Castle. Ja. Ich glaube, das ist ikonisch. Ich glaube, ich habe das sogar schon geklärt. Also, die ganzen Malurks put gemacht. Da sollten jetzt nur noch eine schöne Aussicht sein. Dann können wir hier dieses Spiel, denke ich, auch abschließen. Ich wollte nur zeigen, dass es funktioniert, dass es alles richtig gut aussieht, dass es flüssig läuft, dass die Ladezeiten gar nicht mehr so lang sind. Sieht auch wunderschön aus. Also, ja. Ach ja, richtig. Hier habe ich einen Haufen Superponanten spawnen lassen. Oh, dummer Hund, wo bist du? Meine Güte. Ich habe hier noch nichts gemacht, außer halt zu geguckt, ob was funktioniert. Meine Art. So. Dann können wir dieses Spiel, glaube ich, auch abschließen mit einem wunderbaren Blick übers Meer. Da hinten ja echt aus wie der Rand des Himmels, nicht wahr? Und das war eine der schlechtesten Überleitungen, die ich jemals gemacht habe. Ich starte als nächstes gleich mal Skyrim. Das ist ja auch so ein großes, schönes Rollenspiel. So viel dazu. Ich habe sie doch noch nicht abgeklärt. Bis gleich. So, machen wir Skyrim an. Da müsste ich mir theoretisch noch die ganzen Mods runterladen aus dem Creation Club, nicht aus dem Creation Club, aus dem anderen Ding. Aus dem, wo man Mods runterladen kann. Ich hatte da einige, deswegen kann ich meinen Main-Spielstand noch nicht benutzen, weil ich
Internet so ein bisschen unschön ist, sagen wir es mal so. Gestern habe ich einen neuen Spielstand angefangen. Ach nee, habe ich nicht. Der hat ja nicht funktioniert. Ja. Ja, der hatte nicht so ganz funktioniert. Ich bin da den Turm hochgelaufen und Alduin hat sich entschlossen, Mensch, lass mal nicht. Den Kopf durch den Turm reinstecken, um Leute rauszulassen. Es ist nach wie vor ein Bethesda-Spiel. Was erwartet man? Ich weiß, aber zum Zeigen muss es wohl reichen. Das ist eigentlich mein Main-Charakter gerade. Ich glaube, es ist eine... Ich hätte es gerade lesen können, aber ich habe es nicht getan. Waldelfe, glaube ich. Sie ist ein bisschen Assassine-mäßig unterwegs. Ansonsten... Ja gut. Ach, das liegt daran, weil ich da so viele Mods drin hatte, dass die nicht... ja, dass das Spiel das da nicht mitmacht. Das war mir klar. Na gut, dann lassen wir Skyrim auf Skyrim sein. Können auch Civilization machen. Naja, das ist eher so ein optionales Video sowieso. Ich meine, muss man ja nicht unbedingt mehr beim Spielen zugucken. Deswegen habe ich das auch in zwei Teile gepackt. Für die, die halt interessiert sind, sich die ganzen Sachen anzugucken, die können sich dieses Video ansehen. Ich, wie gesagt, ich schneide das ja auch nicht. Es ist einfach ein großes Video. Wie man so schön sagt, ein Uncut-Video. Und ja, da kann man einfach sehen, wie es funktioniert, wie es aussieht und so weiter und so fort. Da mache ich mir jetzt auch keine Sorgen mehr. Als ich den PC zugebaut hatte, fehlten halt noch die Tastatur von Rocket und... Ganz, ganz toll. Das ist so praktisch. Das Ding, was ich unbedingt habe. In the beginning, legends of flying men soared. And today, you are on the brink of transforming those legends into a reality. With flight and new forms of communication, you can create a small and intimate world. But at what cost? Our competing ideas of how to govern and how to live threaten to bring conflict on a global scale. You must choose your own path through this rising din of ideological oratory. Claim the crown, Cyrus, King of Persia, for you are the anointed one. With immortal soldiers and an unwavering faith, you will conquer and rule the peoples of the world. You may see many alliances forming around you, but do... aus dem Spiel gekickt haben, die hatten hier noch so ein kleines Settlement weggelassen.
gelaufen und dann ein neues. Und dann habe ich gedacht, Mensch, dann können wir auch bleiben. Deutschland ist mit umgekommen. Thank you.
jederzeit wieder kaufen. Und ich bedanke mich nochmal für den ganzen Support, den ich bekommen habe. Für die ganzen Umfragen, die positiv verlaufen sind. Ja. Danke und viel Spaß beim Zocken.